Name ist Dr. Kaisidis. Ich bin der Chefarzt der Klinik für Schulterchirurgie hier in der Klinik Maingau der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken. Unsere Klinik für Schulterchirurgie ist spezialisiert, fokussiert auf die Schulterpathologien, Schulterchirurgie. Das heißt sowohl die gesamte konservative Therapie als auch die operative Therapie der Schulter. Die Schulterpathologie, die Schulterbehandlung ist und wird wahrscheinlich auch immer bleiben, eine absolute, außer meinem Beruf, eine absolute Leidenschaft, eine absolute Berufung. Das heißt, ich mache diese Sache mit ziemlich großer Freude. Es macht mir extrem Spaß. So, das hat sich auch in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten mitentwickelt. Die Expertise ist einhergegangen mit Spaß und Leidenschaft. Das Gute ist, dass in den Frankfurter Rotkreuzkliniken mir der Freiraum gegeben wurde, gegeben wird, die Klinik für Schulterchirurgie zu gründen, zu entwickeln, zu vergrößern, zu aktualisieren, zu modernisieren. Und dass ich mich ausschließlich mit dieser Leidenschaft jeden Tag aufs Neue beschäftigen kann. Eine große Freude, muss ich sagen, ist, dass unser gesamtes Team, heißt es Oberärzte, Assistenzärzte, Sekretärinnen, Pflegepersonal auf Stationen, OP-Pflegepersonal, diese Leidenschaft für die Schulter mittlerweile mitentwickelt haben, mit Teilen, mit spezialisiert sind. Und das hat natürlich zugute, erstens der Patient, das ist ein besonderer Vorteil für den therapeutischen Erfolg. Aber das ist für uns selber auch sehr vorteilhaft, weil wir tagtäglich diese Freude erleben können und unsere Arbeit somit auch Spaß macht. Und das ist, glaube ich, auch das A und O für ein erfolgreiches berufliches Leben. Wir haben Jahr für Jahr kontinuierlich unser Spektrum erweitert, haben unsere Therapien modernisiert, aktualisiert, sodass wir jetzt, kann man sagen, auf das absolut höchste Level sind, sowohl der konservativen, das betone ich, konservativen, als auch operativen Schulterbehandlung. Konservativ bedeutet eine Therapie, die nicht operativ ist, die nicht chirurgisch ist, sondern alle möglichen Therapieformen außer der chirurgischen operativen Therapie. Es gibt die Möglichkeit, ein Profil des Oberkörpers zu erstellen, speziell der Schultern, ein Muskelprofil. Das ist diagnostisch und therapeutisch extremst wichtig, weil da können wir gezielt aufbauen, gezielte Optionen zum Aufbau dem Patienten auch computeranimiert anbieten. Wir können ebenfalls die Schulter sehr fein, isometrisch, gelenkschonend, stabilisierend, zentrieren, ausbalancieren. Weil halt die Schulter nicht allein im menschlichen Körper steht, können wir die Schulter mit einbeziehen in die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, mit dem gesamten Rumpf und als Einheit behandeln, das extremst bedeutend ist für die erfolgreiche Therapie, sowohl nicht operative als auch nach der Operation.